paar Meter. Ah, da vorne ist wieder nichts. Mal gucken, was das ist. Ey, Speicherpunkt. Jetzt kommen wir wieder. Das sieht nicht gut aus. Der da auch nicht. Ich sag nur weg hier, nachladen. Und zum X gehen. Vielleicht ist da irgendwas Interessantes. Eine Schotter. Okay, merken muss das Haus, dann hole ich mir gleich meine M16 zurück. Obwohl, erstmal möchte ich wissen, was hier hinten noch an tollen Sachen schlummert. Da ist die Sache. Raketenwerfer. Wir haben die Riesenfunzel. Lalala. Einmal Leben nachladen. Und tschüss. Ah, jetzt kann ich euch die Schotter zeigen. Ching, ching. Aber die M16 gefällt mir besser. Ich brauche schon was, womit ich auch ein bisschen rumballern kann. Und nicht nur so ein Boom, ching, ching. Mal, hört doch mal auf. Ich bin hier noch... Ah, ich bin doch nur ein Gast. Messer und das Holz geht kaputt, weil es so billig ist. Ah, C4, so ein Scheiß brauchen wir nicht. Guckt euch nur diese Kunstbäume an. Sie bestehen aus Kunststoff und sind sehr künstlich. Eieiei. Hallo. Da sind drei auf einmal. Domino. Okay, den erledigen wir mit Excellence. Ah, perfekt. Okay, hier könnten... Ja, hier ist irgendeine merkwürdige Kurve. Erstmal gucken, was hier drin ist. Oh, eine neue M16. Ja, die alte war sowieso vergammelt, auch wenn es genau dasselbe ist. Eine neue Waffe tut immer gut. Gas geben. Pinguine haben Spaß. So. Dann gehen wir mal hier diesen Pfad hoch. Und erklimmen den Berg. Oder auch nicht. Mal gucken, ob wir einfach so vorbei brausen können. Ja, können wir. Denen ist das scheißegal. Dem da auch. Einfach wegfahren, das stört keinen. La 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 la. Vielleicht sind wir oben. Scharfe Rechtskurve. Die sind ja schlau. Ja gut, ich bin auch nicht der Schlauste, irgendwann. Ich muss mich kurz fassen. Ich konnte von Nachrichten einen alten Plan des Klosters bekommen. Nicht viele Details, aber scheinbar gibt es in der Ostmauer einen Geheimeingang. Ich sehe mich dann mal an, aber fallen Sie nicht weiter auf. Aus. Ja, irgendwas mit Kloster habe ich verstanden und das war es auch schon. So, weiterfahren. Soweit dürfte das nicht mehr sein. Wenn noch einmal Pech. Oh. Okay, hier haben wir keine Chance.
mit dem mobilen Fahrzeug. Hör auf, ey. Da ist auch noch einer. Über mir ist einer. Herr Granata bringt dir nichts. So. Die sind auch weg. Okay, nehmen wir wieder die Standard-Ausführung. Ah, wir müssen irgendwo schon auch hineinkommen. So, ist hier ein Eingang? Au. Oh. Mann, es hat dunkel hier. Und raus. Da hinten ist noch ein X, da gehen wir erstmal hin. Erstmal in die Bude rein, da dürften wieder ein paar Bewohner drin sein. So. So. Oh, da drin ist auch noch einer. In diesen schwedischen Baracken. So sehen die zumindest aus. Meiner Meinung nach. Sehr barackig und sehr schwedisch. Mal das Ding hatten wir schon. Na, gucken wir mal, was wir reißen können. Ja. Oh mein Gott, nee. Ist jemand zu Hause? Okay, die Mönche scheinen nicht da zu sein. Oder das sind die Mönche. Mal, wie viele denn noch? Der Leichenteppich breitet sich ja aus. So, rein hier. Das ist gefährlich. Oh mein Gott, ey, das Kloster ist aber recht gut gebaut. Also nichts ist kaputt gegangen. Das ist ja schon fast ein Wunder. Hallo? Leben ist wichtiger als Nachladen. Ey, du da oben! Also echt. Kontakt hätte ich nicht gedacht. Einmal das Leben nachpumpen. Die PKM nehmen und durchballern. War ja noch was Interessantes? Nee. Oder könnte man echt mal. Ah, ich dachte, ich hätte jetzt den Schotter erwischt, ey. Da müsste ich aber mit dem Ding agieren. So. Ich habe versucht, euch zu warten. Jo, hast du. Schön, dich zu sehen. Wir dachten schon, du bist tot. Was machst du denn hier? Naja, euch suchen. Oh, du willst uns retten? Das ist klasse, Mann. Ich meine, das ist zwar nicht nötig, aber trotzdem danke. Ah, kein Problem. Willkommen zurück, Marlow. Aber raus hier, bevor der Feind sich neu sammelt. Ja, wir müssen diesen Sardanski finden. Nur er weiß, wo das Gold ist. Habt ihr ihn gesehen? Wisst ihr, wo er ist?
Nein, nicht wirklich. Aber Haggard meint, wenn wir eine Weile hier im Kloster herumstolpern und an etwas Nettes denken, laufen wir ihm vielleicht über den Weg. Ich glaube, so ist der Plan, oder, Haggard? Ganz so hätte ich es zwar nicht formuliert, aber so in etwa, ja. Bravo One Charlie, hier ist Mike One Juliet. Hören Sie mich noch, Marlo. Haben Sie die anderen gefunden? Over. Ja, er hat ein bisschen Glück. Over. Wir sind alle hier. Wie geht's so? Ich schwöre, ich kenne Ihre Stimme von sexystimmen.com. Ach, Haggard, Sie können mir doch nicht mal eine Tasse Kaffee spendieren. Das war ein Korb, Haggard. Aber wenn Sie schon fragen, mir geht's gut, danke. Und ich bin froh zu hören, dass Sie alle wieder zusammen sind. Over. Wir suchen weiter nach Serda. Wissen Sie, wo Sie ihn festhalten könnten? Over. Keine Ahnung, aber an der Flussmündung ist eine Menge Aktivität. Versuchen Sie es da mal. Over. Okay, Mike One Juliet. Dranbleiben. Over. Ich tu mein Bestes. Out. Okay.